Na, dann bauen wir mal unsere Insel Catan auf. Beginnend mit dem Meer. Nachdem das Meer zusammengesteckt ist, verteilen wir die 19 Landfelder willkürlich irgendwo hier drinnen. Das Wüstenfeld gehört in die Mitte. Als nächstes werden die Zahlenchips umgekehrt, dem Alphabet aufsteigend, hier ringsum aufgelegt. So, und jetzt umgedreht. Hier in die Mitte auf die Wüste kommen die Räuber. Zack. Dann werden irgendwo, wo man halt Platz hat, die Rohstoffe aufgelegt. Das ist quasi die Bank. Jeder Spieler erhält einmal alle Figuren seiner ausgewählten Farbe. Das sind 4 Siedlungen, 5 Städte und 15 Straßen. Ich habe hier jetzt mal in diesem Beispiel Rot und der imaginäre Mitspieler Blau. Würfel können wir auch noch hier irgendwo hinlegen. Dann gibt es hier noch 2 Sonderkarten, zu denen kommen wir später. Die legen wir mal hier zur Seite. Ja, dann kann es ja jetzt endlich mal losgehen. Jetzt legt abwechselnd mal jeder Spieler jeweils eine Stadt und eine Straße hier irgendwo auf dem Spielfeld ab. Dann beginne ich mal hier und hier und der blaue Spieler macht hier und hier. Dann bin wieder ich dran. Bei der Positionierung der ersten Stadt wäre es sehr, sehr klug, das taktisch zu verlegen. Nun gut, jetzt erhält mal jeder Spieler seine automatisch erwirtschaftete Rohstofferträge. Das heißt, jeder Rohstoff, der hier jetzt ankreuzt, wird einmal hier entnommen. Das ist Holz, Wolle, Lehm, Getreide und Erz. Hier darunter verbergen sich übrigens Entwicklungskarten. Die kann man sich dann im Laufe des Spieles kaufen. Dazu kommen wir aber auch noch später. Was ich noch fast vergessen hätte, ist, dass jeder Spieler so eine Baukostenkarte, Preisliste bekommt. Aber nach 2-3 Runden hat man das eh auswendig im Kopf. Nun gut, jetzt haben wir den Aufbau endlich mal fertig. Dann können wir ja mal starten. Der Spieler, der beginnt, würfelt. Zack. Hier habe ich 10 gewürfelt. Jetzt muss man darauf achten, wo hier eine 10 ist. Hier ist eine 10, hier ist eine 10. Jeder, der hier etwas angrenzend hat, also entweder eine Siedlung oder eine Stadt, bekommt dann den Ertrag von diesem Grundstück. Bei einer Siedlung, bei so einem, bekommt man das einmal. Hätte man eine Stadt drauf, würde man sogar 2 Erträge bekommen. Also ich bekomme jetzt als erstes mal Lehm. Das würde übrigens jeder Spieler bekommen, der jetzt hier angrenzend wäre. Also hier nicht, hier geht es ja nicht, das kommen wir später dazu, aber hier. Jetzt nehmen wir unsere Baukostenkarte-Preisliste zur Hand. Ziel des Spiels ist natürlich, möglichst viele Siedlungen und Städte und Straßen zu bauen auf der Insel Catan. Denn das bringt uns wiederum mehr Rohstoffe und mit mehr Rohstoffen können wir mehr bauen. Wer als erstes 10 Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Hier auf unserer klugen Liste steht auch noch drauf, wie viel Siegpunkte etwas wert ist. Eine Straße hat 0 Siegpunkte, eine Siedlung einen und eine Stadt hat 2. Eine Siedlung kann immer nur dann gebaut werden, wenn mindestens 2 Straßen anliegen. Das heißt, hier könnte ich keine Siedlung bauen, hier allerdings schon, sofern hier eine Straße wäre. Das heißt, der nächste logische Zug wäre, hier eine Straße zu bauen. Eine Straße kostet einmal Holz und einmal Lehm. Das habe ich. Zack. Zack. Und jetzt kann ich hier eine Straße bauen. Hier eine Siedlung zu bauen würde einmal Holz, einmal Lehm, einmal Getreide und einmal Wolle kosten. Habe ich das? Nö, habe ich nicht. Ich könnte grundsätzlich jetzt tauschen, aber ich glaube, zu Beginn des Spiels würde jetzt kein Mitspieler mit mir tauschen, deswegen lasse ich diesen Schritt jetzt aus. Gut, nachdem ich nichts mehr machen kann, ist jetzt mein Mitspieler dran. Der würfelt wieder. Ich würfel für ihn, bitteschön. Wieder eine 10. Oh, hier ist der Würfel. Das heißt, ich bekomme jetzt einmal Lehm. Hier ist die nächste 10, da ist niemand drauf und er bekommt nichts. So ein Pech aber auch. Er baut sich jetzt sicherlich auch, wo sei man? Eine Straße. Daher. Jetzt bin wieder ich dran. 9. Endlich haben wir was anderes. 9 haben wir hier und hier. Bekomme wieder nur ich Holz. So, jetzt spinnen wir mal ein paar Szenarien zusammen. Angenommen, mein Mitspieler hat hier eine Siedlung. Dann kann ich hier keine mehr bauen. Es müssen immer 2 Straßen dazwischen liegen. Hier
könnte ich von ihm aus gesehen bauen, aber das geht nicht, weil hier bereits eine ist. Verstanden? Wir sind hier jetzt ein bisschen in die Zukunft gereist und jetzt habe ich einiges zu erklären. Hier in diesem Fall hat der blaue Mitspieler seine Siedlung bereits zu einer Stadt weiterentwickeln können. Das geht, indem man 2 Getreide und 3 Erz einsetzt und dadurch seine Siedlung zu einer Stadt entwickelt. Dadurch hat die Siedlung dann nicht mehr einen Siegpunkt wert, sondern 2. Also hier wieder. Hier passiert jetzt Folgendes. Ich habe als erster Spieler die längste Handelsstraße gebaut. Das sind 5 aneinanderreihende Straßen. Dadurch bekomme ich diese Karte mit 2 Siegpunkten. Außerdem habe ich mittlerweile fleißig Rohstoffe gesammelt und möchte diese jetzt aber irgendwie loswerden. Und da denke ich mir, ich kaufe mal ein paar Entwicklungskarten. Die kosten einmal Getreide, einmal Wolle, einmal Erz. Einmal Getreide, einmal Wolle, einmal Erz. Ja, damit. So. Was steht da drauf? Fortschritt. Straßenbau. Wenn Sie diese Karte ausspielen, dürfen Sie kostenlos 2 Straßen bauen. Super. Manche Spieler machen es so, dass man die Fortschrittkarten erst in der nächsten Runde ausspielen darf. Manche spielen es gleich aus. Ich mache das jetzt gleich. 1, 2. Weg damit. Und weil ich noch so viel Rohstoffe übrig habe, kaufe ich gleich noch einmal so eine Entwicklungskarte. Zack, zack, zack. Was haben wir hier? Yay! Rathaus, einen Siegpunkt. Jetzt wird es, glaube ich, schon langsam mal Zeit, die Punkte zu zählen. Was haben wir denn hier? 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkt, 4, 5 Punkte. Für die längste Straße bekomme ich 2, da sind wir bei 7. Und hier mit der sind wir bei 8. Also ich habe schon 8 Siegpunkte. Da muss ich meinen Mitspieler aber ranhalten. Der hat 4. Würfelt ein Spieler die 7. Dann haben wir ein Problem. 7 aktiviert nämlich die Räuber. Kein Spieler erhält Rohstoffe, weil es gibt hier keine 7. Und gleichzeitig muss jeder Spieler, der mehr als 7 Rohstoffe im eigenen Besitz hat, die Hälfte davon abgeben. Deshalb ist es nämlich ratsam, immer viel zu bauen und keine großen Vorräte zu horten. Die 7 kommt nämlich recht häufig. Also ich habe hier 2, 4, 6, 7, 8. Das heißt, ich muss 4 davon hergeben. 1, 2, 3, 4. So, so, so. Das gilt für alle. 2, 4, 6, 8. Zufälligerweise auch 4. So. Nachdem ich die 7 gewählt habe, kann ich jetzt die Räuber versetzen auf ein anderes Feld. Einmal darauf. Dieses Land gehört dem blauen Mitspieler, das heißt, ich kann jetzt mit Hilfe der Räuber dem blauen Mitspieler einen Rohstoff klauen. Nicht vergessen, die Rohstoffe sind verdeckt, das heißt, die Mitspieler sehen jetzt nicht, welche Rohstoffe man hat. Lop. So, gehört jetzt mir, Edge Badge. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es die Möglichkeit, Rohstoffe zu tauschen. Einerseits kann man in den Handel mit den Mitspielern gehen. Hier kann man den Tauschwert frei entscheiden und ganz offen in die Runde fragen. Ich möchte Erz haben, ein Erz für 2x Getreide. Weil ich nämlich noch eine Stadt bauen möchte, dann habe ich nämlich wahrscheinlich schon gewonnen mit meinen Punkten. Mein Mitspieler hat aber selbst nicht wirklich viel oder möchte einfach nicht und lehnt es mit Nein ab. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Seehandel, also den Handel mit der Bank zu betreiben. Hier gilt der grundsätzliche Umrechnungskurs 4 Rohstoffe eines Rohstoffes gegen einen Rohstoff der Wahl. Außer man ist ein fleißiger Siedler, so wie ich hier, und baut direkt an der See, am Meer, eine Siedlung oder eine Stadt hin. Hier gibt es nämlich noch nette Hinweise rundherum. Das bedeutet 3:1, dass mein 4:1 Umrechnungskurs mit der Bank automatisch zu 3:1 wird. Das heißt, ich muss jetzt nur noch 3 Rohstoffe eines Rohstoffes gegen einen einwechseln. Hätte man zum Beispiel hier eine Siedlung oder eine Stadt, würde das hier bedeuten, dass man 2 Getreide gegen einen Rohstoff seiner Wahl bekommen würde. Das ist recht klug, wenn man merkt, dass man zum Beispiel häufig Getreide oder so bekommt, dass man dann hier baut, weil wenn man nämlich zum Beispiel viel Getreide bekommt, könnte es sein, dass man so gut wie kein Holz oder kein Lehm bekommt. Und das braucht man halt irgendwie ständig. Dann gibt es bei den Siedler von Catan noch den Ritter. Angenommen, ich kaufe eine Entwicklungskarte, ich habe sie jetzt rausgesucht, sorry, und unter dieser versteckt sich der Ritter.
Der Spieler, der diese Karte ausspielt, darf die Räuber dann wieder versetzen. Nachdem es ich war, setze ich es gleich wieder auf einem blauen Feld und kann dadurch automatisch wieder einen Rohstoff von diesem Spieler klauen. Zack! Meins. Wer als erstes dreimal den Ritter ausgespielt hat, erhält die größte Rittermacht und somit 2 Siegpunkte. So, ich brauche jetzt gar nicht mehr nachzählen. In meinem Szenario habe ich gewonnen. Also über 10 Punkte. Man kann das dann natürlich auch noch so spielen, dass man sagt, man spielt bis 15 Punkte. Aber wenn jetzt 3 oder 4 Spieler sind, ist es eh schon automatisch viel schwieriger, so schnell auf 10 Punkte zu kommen. Weil die Felder ja eigentlich recht schnell besetzt sind. Das Wüstenfeld hier in der Mitte bleibt immer ohne Ertrag. Das ist einfach die Mitte. Die kann man auch irgendwo anders platzieren. Ich habe es einfach gerne in der Mitte. Und dadurch, dass man eben diese Felder immer willkürlich irgendwie anders auflegt, ist das Spiel jedes Mal anders aufgeteilt.